Es ist natürlich so, dass junge Menschen, die an der Hochschule ausgebildet werden und eine bestimmte Nähe zu unseren Produkten dort auch gewinnen können, sicherlich auch genau die Personen sind, mit denen wir zukünftig hier auch die Zukunft gestalten wollen. Wir sind hier bei Firma Otto Juncker. Mein Name ist Erik Miczek. Ich bin der CEO und Geschäftsführer der ganzen Otto Juncker Gruppe. Mein Name ist Rainer Kiechel. Ich bin hier für die finanzielle Seite im Unternehmen in der Geschäftsführung zuständig. Wir sind in den Themengebieten Industrieöfen und Gießerei unterwegs. Wir sind natürlich dann aber auch weltweit aufgestellt, weil wir hauptsächlich im Bereich Anlagenbau tätig sind. Anlagenbau speziell für also Gießereiindustrie, also Schmelzanlagen oder Wärmebehandlungsanlagen für die Halbzeugindustrie. Zusätzlich hat Otto Juncker auch einen wichtigen Zweig, das ist die Edelstahlgießerei mit einer maschinellen Präzisionsbearbeitung, wo wir zum Beispiel auch sehr wichtige Komponenten für Bereiche der Halbleitertechnologie mitliefern. Also würde man hier nicht erwarten wahrscheinlich. Aber der Standort und die Technologien, die man hier entwickelt hat über sehr lange Zeit, die sind sehr gut kombinierbar zu anderen Produkten oder zu anderen Anwendungszwecken. Und insofern ist das, was hier historisch gewachsen ist, in der letzten Zeit auch kombiniert worden zu vollkommen neuen Produkten. Wir haben hier eine sehr gute Nähe zu der RWTH Aachen und diese Verbindung zu Universitäten oder technischen Hochschulen sind wirklich extrem vorteilhaft für beide Seiten, also sowohl für uns als Otto Juncker als auch für die RWTH Aachen zum Beispiel konkret. Also ich denke, die Otto Juncker Stiftung sind durch Herrn Otto Juncker 1970 deshalb gegründet worden, weil er gesagt hat, ich möchte auf der einen Seite den Fortbestand meines Unternehmens sichern. Das kann ich am besten über eine Stiftung. Und ich glaube, er hatte auch eine große Affinität zur RWTH in Aachen und wollte dann eben auch das, was er erarbeitet hat, zukünftig in eine Kooperation fortführen mit der RWTH Aachen, die wir bis zum heutigen Tag führen. Jeder hat seinen Know-how-Schwerpunkt auf unterschiedlichen Gebieten. Die kombiniert man, wie gesagt, zu neuen Anlagen oder neuen Technologien, neuen Prozessen. Und das ist ein riesiger Vorteil, weil da doch sehr viel möglich ist und sehr viele neue Ideen rauskommen. Wir haben tatsächlich als ein Unternehmen im Anlagenbau, aber auch der Bereich der Gießerei, sind wir stark abhängig von guten Mitarbeitern. Mitarbeiter zu gewinnen bedeutet auch, dass man ein modernes Unternehmen sein muss und dass man auch erkennen muss, wie die Erwartungshaltungen von jüngeren Menschen heute aussehen. Es ist natürlich so, dass junge Menschen, die an der Hochschule ausgebildet werden und eine bestimmte Nähe zu unseren Produkten dort auch gewinnen können, sicherlich auch genau die Personen sind, mit denen wir zukünftig hier auch die Zukunft gestalten wollen. Wir sind tatsächlich in den Technologien unterwegs, die sehr hohe Zukunftsfähigkeit haben. Ich habe von Wärmebehandlung gesprochen. Man muss wissen, dass die Wärmebehandlungsanlagen, die wir anbieten, hauptsächlich für den Bereich Aluminium und Kupfer zutreffend sind. Das heißt also alles Rohstoffe, die sehr starke Zukunft haben. Gerade das Recycling von Elektrobatterien ist ein Thema, was ein riesiges Thema sein wird. Und da möchten wir gerne aufgestellt sein, dass wir dann entsprechende Anlagen auch liefern können.